Hochverrat steht der Feuertod. Deine Hochzeit mit Epore muss schon in 3 Tagen stattfinden. Du verschenkst mich und du setzt diesen aufgeblasenen Gockelhahn auf deinen Thron. Er will deinen Körper und deine Seele und deinen Tod. Du wirst nicht heiraten. Wir müssen noch heute Nacht flüchten. Ich kämpfe auf meine eigene Art. Lass mich sofort los! Du hast nichts verstanden. Und du wirst niemals regieren. Du widerliches, ekliges Ass! Und im Morgengrauen brennst du. Küss mich. Küss mich. Ihr Blick war wie ein heißer Strahl und traf mich wie ein Pfeil. Er soll sich bitte ausziehen. Aber ich will keine Frau, keine Ehefrau und keine Geliebte. Kann er darauf auch was spielen? Sie hält dich für sehr begabt. Ich bin deine neue Schutzherrin. Du lässt dich von Gräfin Margret aushalten. Du solltest kombattieren. Läuft doch alles wie im Schnürchen. Und ich bitte dich, mir die Wahrheit zu sagen. Es geht um dein Leben. Wir beide gehen hier gemeinsam weg. Aber ich bin stolz auf meine Herkunft. Du sollst meinen Namen preisen. Mit deinem beschnittenen Werkzeug. Wurst dich doch durch sämtliche Fürstenhöfe dieser Welt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Du kennst mich nicht. Du kennst nicht mein Innenleben, nicht meine Abgründe. Ich würde dich todunglücklich machen. Dieses Leben ödet mich so dermaßen. Was tue ich denn? Befehle ausführen. Diese Statthalterei ist ein ekliges, stinkiges Geschäft. Dann erinnere ich dich nochmal. Du musst sie rädern und vierteilen. Auf dass so etwas sich nicht wiederhole und entsprechende Maßnahmen gesetzt sind. Das ist doch eine Aufforderung zur Disziplinierung. Ich hab schon so oft gesagt, ich weiß nicht. Die Schmerzen fügst du dir selber zu. Du darfst heute Abend zusehen, wie ich meine Salome gestrige. Wie will ich aus der obersten Luke vom Kirchturm baumeln sehen? Aus Rache für dessen rotzfreche Sturmglockenläuterei! Wieso willst du nicht auf der Kanzel gehen? Als Lutherische trittst du auf der Stelle. Im nächsten Leben will ich frei sein. Dann würde ich gerne noch einmal beichten. Ich habe nichts gegen das Feuer. Mir schaut es von meiner kalten Seele. Eure Exzellenz, welche Äste soll ich verwenden? Wie hättest du mich gern? Komm her, du kleine Schlampe. Hast du vergessen, wer du mal warst? Du elender, ranziger Konvertit? Du bist die Hexe von Landshut. Ich bin die heilige Jungfrau Maria. Verschwinde augenblicklich von hier. Wir beide sind erst fertig, wenn du hier röchelnd am Boden liegst und um Gnade winselst. Du lutherische Teufelin, ich hau dich in Stücke! Warten so lange, bis wir alle schön beisammen sind. Ist doch herrliches Wetter heute, oder? Der spezielle Hausfreund ist schon wieder da. Dieses Mal gefällt ihm die Fahne nicht. Du spürst mit dem Feuer. Und du weißt genau, wie schnell du dabei lichterloh brennen kannst. Ich bin gerade dabei, meine Zivilcourage aus dem Keller zu holen. Und zu schauen, ob sie noch was taugt. Wir leben aber jetzt in einer Zeit, in der man nicht mehr alles sagen darf. Herr Untersturmführer, Anita und ich würden gern für Sie arbeiten. Schauen Sie, die Lichter in diesem tausendjährigen Reich werden sehr bald ausgehen. Und meine Fahne symbolisiert doch das. Und in welchem Geheimdienst arbeiten Sie nochmal? Nur die Ruhe. Frau Dorn, Sie sind verhaftet. Ich plädiere daher für ausnahmsweise Hausarrest, gezeichnet Untersturmführer Geier. Aber warum tut er das? Weil er nicht in sein Bett rumpelt. Der
Darf ich fragen, was wir hier feiern? Ihren Hausarrest und meinen Abschied. Ich habe 2 Schiffskarten von Amsterdam nach Stockholm. Für alle dort bist du ein Schwerverbrecher. Ich glaube, ich mache das mit ihnen. Alle Diktatoren sind und waren Lumpen. Und der Hitler, das ist der größte Lump von alle. Und dann wandert ihr alle 4 nach Mauthausen. Das garantiere ich euch. Ist das euer Ernst? Das war super, wie sie mein Foto zur Schnecken gemacht haben. Ruf dich sofort an, entschuldigst dich. Nur weil er im Vorstand der Fleischerinnung ist, muss er sich ja noch lange nicht so aufbuddeln. Ich bin im 3. Monat. Streng genommen ist es Anstiftung zur parteipolitischen Agitation. Vorschlag, du nimmst es einfach nicht so streng. Er ist mein Lateinnachhilfelehrer und wird wahrscheinlich wegen dir von der Schule suspendiert. Ich sah gegen die Sonne blinzelnd das Blut heruntertropfen. Bitte setz dich nieder. Ich hab Hämorrhoiden, ich steh lieber. Wir wären ein geniales Team gewesen. Wir sehen uns vom Arbeitsgericht. Tu auf Forzen, du, die schlagen da alles kurz und klar, die machen ernst. Ed erlässi, caro mi. Dai mi quieta. Dai mi lacchi polia. Psst. Tu configuri jak pesa. Die Bilokationen sind der beste Beweis. Wir leben von Licht und Wasser. Wir sind die Kriegerinnen der Heiligen Jungfrau. Welche unsere Gottesmutter für ihre Herrschaft braucht. Ich habe hier einen Haftbefehl, meine Lieben. Diese Regel haben sich durch 2 Nervenkranke. Dekadente und sexuell frustrierte Manzenweiber ausgedacht. Da drinnen steht, dass ihr Mädchenbordelle gegründet habt. Waisenhäuser. Papa, das ist unsere Bestimmung. Das ist wichtig für uns. Dieser Zirkus hat ein Ende, meine Lieben. Es ist keine Sprache. Es ist ein Code,